Du hast einen GoE-Charger und einen GoE-Controller und möchtest die Photovoltaik-Überschussladung einstellen, weißt aber nicht wie? Dann bist du hier genau richtig. Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von GoE. Mein Name ist Tim und ich zeige dir jetzt Schritt für Schritt, wie du die PV-Überschussladung in der GoE-App einstellen kannst. Los geht's! Öffne die GoE-App. Falls du auf der Seite des GoE-Controllers bist, wechsle zum GoE-Charger, indem du hier oben klickst und zur Auswahlseite mit der Liste der verfügbaren Geräte navigierst. Wähle in der Übersicht den GoE-Charger aus, für den du die Einstellungen für das PV-Überschussladen vornehmen möchtest. Du gelangst nun auf dessen Startbildschirm. Drücke hier auf Echo und klicke auf PV-Überschuss. Die Voraussetzung hier ist, dass dein GoE-Charger mit dem GoE-Controller verbunden ist. Nur dann kannst du die Einstellungen für das PV-Überschussladen tatsächlich auch vornehmen. Ist sichergestellt, dass der GoE-Charger mit dem GoE-Controller verbunden ist, aktiviere nun den Schieberegler mit PV-Überschussladen. Darunter siehst du verschiedene Einstelloptionen. Lege im ersten Schritt dein Startniveau fest, welches von deiner PV-Anlage erreicht werden muss, damit der GoE-Charger dein E-Auto zu laden beginnt. Wähle dann aus, ob du während der Überschussladung lieber etwas Strom aus dem öffentlichen Netz beziehen oder einspeisen möchtest oder doch eine Mischform bevorzugst. Letzteres ist standardmäßig eingestellt. Das ist wichtig, da du dein Elektroauto nur mit bestimmten Leistungsstufen laden kannst. Und um die nächste Stufe zu erreichen, ist es manchmal nötig, zusätzlich Energie aus dem öffentlichen Netz zu beziehen. Möchtest du auf diesen Netzstrom verzichten, wird im Gegenzug etwas Strom ins Netz eingespeist werden. Beim einphasigen Laden ist jede Stufe 230 Watt, die du im Extremfall fast komplett in das Netz einspeist oder aus dem Netz beziehst. Je nach Einstellung. Strom aus dem Netz bevorzugen bedeutet, dass zusätzlich ein klein wenig Strom aus dem Netz bezogen wird, sollte deine PV-Anlage nicht genügend produzieren, damit du eben die nächste Leistungsstufe oder den festgelegten Schwellenwert erreichen kannst. Du kannst also deinen gesamten Solarstrom selbst verbrauchen, wirst aber immer ein klein wenig Bezug am Stromzähler sehen. Wählst du Standard aus, dann entscheidest du dich für eine Mischform. Dein Stromzähler wird während der Ladung abwechselnd ein klein wenig vorwärts oder rückwärts laufen. Aktivierst du Strom in das Netz bevorzugen, bedeutet es, dass solange der erzeugte Überschuss des PV-Systems nicht ausreicht, um die nächste Leistungsstufe zu erreichen, eine kleine Menge überschüssiger Strom ins Netz eingespeist wird. Nun kannst du noch einen Netzzielwert einstellen, der die Überschussregelung beeinflusst. Trägst du hier zum Beispiel minus 200 ein, wird die Überschussladung immer so geregelt, dass in etwa 200 Watt in das Netz eingespeist wird. Das hilft vor allem bei Akkus, die nicht gemessen werden, zum Beispiel DC-gekoppelte, da damit ein dauerhaftes Entladen des Speichers unterbunden wird. Wähle zuletzt noch aus, ob du ein- oder dreiphasig laden möchtest oder ob der GoE-Controller die Entscheidung abnehmen und je nach verfügbarem Strom die Phasen automatisch umschalten soll. Das Leistungsniveau für dreiphasige Umschaltung definiert, welche Überschussleistung deine PV-Anlage erreichen muss, bevor die Wallbox von ein- auf drei Phasen und umgekehrt umschaltet. Stelle dazu hier am besten 4,2 Kilowatt ein, da dies die minimale Ladeleistung bei 6 Ampere dreiphasig ist. Die Phasenumschaltung kann das PV-Überschussladen deutlich effizienter machen, da beim einphasigen Laden auch geringe Stromüberschüsse zum Laden verwendet werden können. Übrigens, dreiphasiges Laden ist natürlich nur möglich, wenn dein GoE-Charger dreiphasig angeschlossen ist und dein Auto dreiphasig laden kann. Hast du einen Stromanbieter mit flexiblen Strompreisen, der in der GoE-App gelistet ist, dann kannst du übrigens im Echo-Tab auch diesen flexiblen Tarif konfigurieren und mit dem PV-Überschussladen kombinieren. So lädst du immer zu den günstigsten Strompreisen und damit noch smarter und nachhaltiger. Hast du keinen Vertrag mit einem flexiblen Stromanbieter, dann ist das auch in Ordnung. Denn für das Laden mit PV-Überschuss selbst ist es nicht unbedingt notwendig. Möchtest du dir ganz sicher sein, dass der GoE-Charger dein E-Auto bis in der Früh mit einer bestimmten Menge an Energie lädt und möchtest dabei PV-Strom oder falls dieser nicht oder nicht ausreichend verfügbar ist, auch günstigen Netzstrom verwenden, dann solltest du ein Ladeziel festlegen. Gehe dazu in die App-Einstellungen.
Hier kannst du weitere Einstellungen für deine Ladevorgänge konfigurieren. Klicke nun hier, um die Anpassungen durchzuführen. Lege die Zeit, zu der der Ladevorgang spätestens beendet sein muss, sowie die gewünschte Strommenge bzw. Reichweite fest und klicke auf diesen Button, um die Einstellungen zu speichern. Du solltest hier auch die Eco-Modus-Optionen aktivieren, wenn du dein Ladeziel sofern möglich mit PV-Überschussladen und oder flexiblen Stromtarifen erreichen möchtest. Gehe nun zurück zum Startbildschirm und klicke hier auf Eco. Darunter kannst du übrigens auch direkt auf die Einstellungen für das Ladeziel zugreifen. Jetzt beginnt dein GoE-Charger mit dem PV-Überschussladen. Vorausgesetzt natürlich, deine PV-Anlage produziert Strom, den deine anderen Verbraucher im Haus nicht verwenden. Übrigens, wenn dein Ladeziel nach Sonnenuntergang noch nicht erreicht wurde, musst du beim Laden mit Strom aus dem Netz nicht zwingend einen flexiblen Stromtarif verwenden. Ohne Ladeziel lädt der GoE-Charger einfach dann, wenn PV-Überschuss zur Verfügung steht, also eventuell auch gar nicht. Mit dem Ladeziel versucht der GoE-Charger so lange wie möglich auf Überschussstrom zu warten und lädt, wenn verfügbar, mit PV-Überschuss. Es wird aber gleichzeitig sichergestellt, dass die gewünschte Energiemenge erreicht wird, auch wenn dies bedeutet, dass der Strom aus dem Netz geladen wird. Ich hoffe, dass dir dieses Video geholfen hat. Wenn du Fragen hast, kommentiere einfach unterhalb des Videos oder besuche uns auf goe.com. Die Links dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Tim von GoE.